Hallihallo. So, wir haben es gefunden. Ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Das bringt uns doch schon mehr mit. Okay, unser nächster Anlaufpunkt. Und willkommen zurück zu Fahrenheit. Aber ich habe die Kassette gefunden. Okay, wir machen jetzt weiter mit... Ja, wir wollen jetzt wissen, wie das weitergeht hier. Okay, Polizeiakademie. Krank. Training Sergeant Mitchell, da hinten, vorletzter Stand. Okay. Danke. Oh, darf ich auch schießen? Du da? Bist du Sergeant Mitchell? Sergeant Mitchell? Ja. Oh, du siehst ja toll aus. Inspektor Valenti, dürfte ich Ihnen ein paar Fragen zu einer meiner Untersuchungen stellen? Es ist Ewigkeiten her, dass ich an einer Untersuchung gearbeitet habe. Ich werde Ihnen nicht viel nützen. Es geht um einen alten Fall, aber er interessiert mich. Der Kirstenfall. Weil Sie die Akte nicht finden, habe ich recht. Yep. Ja, so ist es. Die Akte ist geheim. Wie wäre es mit ein paar Zielübungen? Okay, gerne. Dann nehmen wir uns mal die Brille. Schön rangestellt. Und die Ohrenschützer. Und dann dürfen wir ballern. Die Pistole liegt direkt vor Ihnen. Ach nee. Wir sind ja nicht blöd. Okay. Drücken Sie die linke Maustaste zum Feuern. Drücken Sie die rechte Maustaste zum Nachladen. Töten Sie die Terroristen, um Zeit zu gewinnen. Aber wenn Sie die Zivilisten treffen, wird Ihnen Zeit abgezogen. Okay. Das Prinzip ist ja relativ einfach. Deswegen... Ah, fuck. Jetzt habe ich Zivilisten getötet. Aber das ist, glaube ich, nur so eine Art Minispiel. Glaube ich zumindest. Das ist ein Unschuldiger. Da. Und da. Nachladen. Und zack. Unschuldiger. Töt. Okay. Ein Unschuldiger. Mann. Bumm. Ich weiß, ich bin total genialer Kommentator für diese Baller-Szenerien. Jetzt wird's relativ... Wow, fuck. Los, komm her. Mann, jetzt habe ich einen verfehlt. Zivilist. Du warst das. Oder warst das du? Oder du? Nein, du warst es nicht. Du warst das. Käsekuchen. Schnitzelragout. Verdammt. Ich verliere immer mehr. Ich habe ja so viel Zeit. Aber ich weiß nicht, nach bestimmt... Nach ein paar Treffern sagt er irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Oh, fuck. Ich glaube, ich lasse die Zeit jetzt ablaufen. Oder auch nicht. Ja, ich lasse die Zeit ablaufen. Nee, ich will ja eine bestimmte Präzision haben. Glaube ich jedenfalls, dass es irgendwas bringt. Also. Sie haben es aber drauf. Ja, ich muss haben zugeben, wir halt. Dass Ihnen hier nur wenige das Wasser reichen können. Ha. Und was möchten Sie über den Kirstenfall wissen? Zum Beispiel, was geschah genau? Ein Typ namens Kirsten ging ahnungslos in den Supermarkt und als er vor den Kochutensilien steht, schnappt sich einer ein Messer und ersticht ihn brutal. Opfer? Was wissen Sie übers Opfer? Ein Durchschnittsbürger war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach so. Sonst noch irgendwelche interessanten Elemente? Stimmt, da war noch was. Der Mörder hatte sich anschließend mit dem Messer irgendwelche Symbole in die Vorderarme geritzt. Komisches Zeug. Sah aus wie eine Schlange oder sowas. Vielleicht ist er nur ausgerastet. Eine Art kurzer Anfall von Wahnsinn. Nahm ich auch zuerst an, bis ich den Autopsiebericht sah. Jeder Messerstich durchtrennte sauber und präzise eine der zum Herz führenden Arterien. Na, solche Präzision. Oh Mann.
Die Chancen dafür standen mindestens 1 zu 1000. Selbst wenn er Chirurg wäre. Da sieht man mal. Nein, wir wollen nicht mehr schießen. Wir wollen nicht mehr schießen. Nein. Ich will nicht. Ich muss. Das Spiel zwingt mich. Na los, nur ein. Da. Da. Und jetzt lasse ich die Zeit ablaufen. So, jetzt lasse ich die Zeit ablaufen. Ich lade immer schön nach. Um schön viel zu. Aber ich habe 75% Präzision. So. Jetzt habe ich 81. Jetzt kann es runterlaufen. Ich könnte dich abschießen, aber ich will dich nicht. Du bist mir viel zu lieb. Oh, du kommst mir relativ nah. Nö, ich möchte nicht. Komm, hier. Los, zack, zack. Sie sollten öfters herkommen, um Zielen zu üben. Bla bla bla. Bei Ihrer Begabung verletzen Sie noch unschuldige Menschen. Und dann? Und was war dann? Sie stellten die Untersuchung doch sicher nicht ein, oder? Nein, die Sache ließ mich nicht los. Was konnte ihn zu dieser Tat bewogen haben? Ich überprüfte, naja, jede Menge Spuren. Und stieß beinahe zufällig auf ähnliche Fälle. Auf andere Täter mit gleichem Profil. Okay. Sie meinen, wo der Mörder auf gleiche Weise vorging und den Tatort nicht verließ? Genau. Drei Wochen zuvor war mitten am Tag ein anderes Opfer grundlos erstochen worden. Dann entdeckte ich einen dritten Fall, der 2 Monate zurücklag. Dann noch einen und noch einen. Und stets dasselbe Spiel. Oh Gott. Beziehung? Die Morde stehen miteinander in Beziehung. Könnte sein. Auf jeden Fall war die Vorgehensweise stets identisch. Okay. Durchtrennen der Herzarterien, und zwar sehr präzise, und dann Verstümmelung der eigenen Arme. Kürstenfall. Und Ihre Recherchen in dem Mordfall im Supermarkt? Fanden Sie was heraus? Diesen Fall sollten Sie lieber aufgeben. Hier geht es nicht nur um einen Mord. Aber hinter den Kulissen wird irgendein falsches Spiel gespielt. Okay. Dann lege ich wohl eine neue Akte an. Okay, ich schneide das kurz aus. Das hat es jetzt reingebracht, dass ich das noch ausschneide. Hof.